Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen, in meiner Spezialsprechstunde, begrüße ich Sie herzlich. Ich lasse Sie gerne an meinem Erfahrungsschatz teilnehmen. Heute spreche ich über das, was ich so in meiner Praxis über das Spucken und Erbrechen meine, dass Sie es wissen sollten. Spucken und Erbrechen ist eine Möglichkeit, etwas loszuwerden. Oftmals ist es etwas Gutes, aber manchmal ist es auch ein Symptom für etwas Schlechtes. Und es ist vielleicht für Sie ganz interessant, mal darüber so eine Zusammenfassung zu hören. Ich fange einfach mal in loser Reihenfolge an. Bei den kleinen Kindern ist das Spucken und das Erbrechen etwas Häufiges und meistens auch etwas ganz Normales und völlig Ungefährliches. Ich meine jetzt die Neugeborenen und die Säuglinge. Sie spucken gerne, aus mehreren Gründen. Meistens spucken sie vor allem die gestillten Kinder, weil sie einfach zu viel bekommen. A, weil die Mama sehr viel Muttermilch im Überfluss produziert und B, weil es einfach gut schmeckt und einfach toll ist, an der Brust zu nuckeln. Also viele Brustkinder spucken deshalb, weil sie es sich leisten können. Diese Kinder nennt man Spuckgedeihkinder. Das heißt, sie spucken und trotzdem gedeihen sie. Trotzdem sind es riesig, richtige Wonneproppen. Also, sie können es sich leisten, sie trinken zu viel und was zu viel ist, läuft über bzw. wird herausgespuckt. Und diese Kinder nennt man Spuck- und Gedeihkinder. Dann gibt es das Spucken und das Erbrechen, was auch relativ häufig ist, beim Autofahren oder beim Bootfahren, beim Verreisen mit entsprechenden Transportmitteln. Ich habe über dieses Spucken ein eigenes Video schon gemacht. Das heißt, die Reiseübelkeit, bitte, wenn Sie es wollen, schauen Sie sich da an, was ich dazu zu sagen habe. Es gibt auch ein Erbrechen, das ist jetzt nicht ganz so harmlos. Das ist das Erbrechen bei einer Gehirnerschütterung. Wenn ein Kind auf den Kopf fällt oder sich irgendwo anstößt und danach bewusstlos ist für ein paar Sekunden oder Minuten, dann ist das ein sicheres Zeichen für eine Gehirnerschütterung. Dann holt man in der Regel den Notarzt und das Kind wird natürlich entsprechend behandelt. Manchmal aber ist es nicht gleich sofort auffällig, sondern nach ein paar Minuten oder nach ein paar Stunden fängt es plötzlich an, unvermittelt zu erbrechen. Nach einem Trauma, wo also der Schädel verletzt wurde durch einen Stoß, ist das Erbrechen in der Regel ein Zeichen für eine Gehirnerschütterung und muss entsprechend behandelt werden. In diesem Fall bedeutet das die Beobachtung durch geschulte Hände, durch geschulte Augen, sprich, das Kind muss in der Regel ins Krankenhaus und muss dort für 1 bis 2 Tage überwacht werden, wenn es nach einem Schädeltrauma zu spucken oder zu erbrechen beginnt. Dann gibt es das Erbrechen bei Kindern, ist das häufig, wenn sie krank sind. Einfach ein Begleitsymptom beim Kranksein. Dieses Erbrechen hat einen eigenen Namen, es heißt Infekterbrechen. Heißt, das Kind ist krank. Und der Magen hat natürlich auch was abbekommen und dann erleichtert er sich erst einmal. Und das wichtigste Symptom beim Brechdurchfall, und das ist auch das, was am meisten, am häufigsten Sorge macht, das ist eben das Erbrechen beim Brechdurchfall oder bei der Magen-Darm-Grippe. Auch darüber habe ich ein Video gemacht. In diesem Video erkläre ich, dass dieses Erbrechen bei der Magen-Darm-Grippe ein Symptom ist, was sich über mehrere Stunden hinzieht. In der Regel etwa 12 Stunden und es auch durch keine Maßnahme zu unterbrechen ist. Das entsteht dadurch, dass der Magen einfach krank ist, nicht arbeiten möchte und sich sofort von allem, was ihn stört, befreit. Das ist eine Art Befreiungsmechanismus, eigentlich nichts Schlechtes. Nur wenn es zu lange dauert und wenn es die kleinen Kinder betrifft, ist die Gefahr vom Austrocknen natürlich entsprechend groß. Aber in der Regel hört es nach 12 Stunden auf. Und es ist gut und wichtig, dass man weiß, dass man in dieser Zeit nicht zwingend dem Kind etwas geben muss. Wenn ein Kind erbricht, und es trinkt sofort gleich wieder große Mengen von Flüssigkeit in der Angst, dass es austrocknet, dann wird es das natürlich, weil der Magen ja nach wie vor nicht arbeiten möchte,
Es wird es wieder ausspucken und dabei verliert es noch mehr, vor allem an den wichtigen Salzen, die in der Magensäure drin sind, so dass die Gefahr des Austrocknens dadurch noch verstärkt wird. Also die wichtigste Botschaft auch in dem Video über den Brechdurchfall von mir ist, ein Kind, was spuckt im Rahmen einer Magen-Darm-Grippe, nicht gleich wieder aufzufüllen versuchen, sondern wenn das Kind über Trockenheit im Mund klagt, dann kann man es ausspülen lassen oder wenn es unbedingt was trinken möchte, dann geben Sie dem Kind mit Löffeln, mit einem Teelöffel, portioniert alle 5 bis 10 Minuten einen Löffel in den Mund und gucken, ob es auf diese Weise eventuell diese Flüssigkeit behält. Das ist die einzige Möglichkeit in einer solchen Situation, dem Kind etwas zu geben an Flüssigkeit. Ich fasse noch einmal zusammen. Es gibt viele Gründe für das Erbrechen. Es ist in der Regel ein sinnvoller Vorgang der Natur, welcher vor allem Verständnis ihrerseits braucht und den richtigen Umgang damit. Richtiges Aufstoßen. Vor allem gedacht für die Eltern von Kindern, die sich damit schwer tun. Denn das Aufstoßen soll ja die Luft aus dem Magen nach außen fördern. Nabelpflege. Sie wurden von der Hebamme darauf hingewiesen, Finger weg vom Nabel. Und das gilt auch in der ersten Zeit, aber irgendwann eben nicht mehr.